Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Death Diary von Prehistoric Kingdom, diesmal für den Monat Mai 2022. Das heißt, in diesem Beitrag steht drin, woran so im letzten Monat, also im Monat Mai, von den Entwicklern gearbeitet wurde und was uns so als nächstes für das Spiel erwarten wird. Da bin ich natürlich momentan sehr gespannt drauf, weil ich das Spiel richtig gerne spiele aktuell und deswegen natürlich neue Inhalte kaum erwarten kann. Hier ist übrigens schon so der erste Spoiler, was so als nächstes kommen wird, der nächste Dinosaurier. Viele erkennen ihn wahrscheinlich schon, gehen wir gleich aber noch genauer drauf ein, weil da werden wir gleich noch mehr von sehen. Wir fliegen mal ein bisschen nach unten, hier ist erstmal eine Begrüßung. Und dann haben wir hier die erste Neuerung, nämlich sind das Benachrichtigungen. Ja, die sind eigentlich relativ selbsterklärend. Also es gibt jetzt hier so einen neuen Benachrichtigungstab. Da sieht man dann Sachen, ja, die momentan noch, wo man noch was beheben muss oder was verbessern muss oder wo halt irgendwas Auffälliges ist. Zum Beispiel sind hier Gebäude, die zum Beispiel Strom brauchen, 5 Stück. Oder Gebäude, die eine Wegverbindung brauchen. Kennt man ja auch schon aus anderen Spielen. Aber ist ganz cool gemacht hier. Man kann das Ganze auch filtern. Also, dass einem nur bestimmte Sachen angezeigt werden. Hier kann man zum Beispiel, dass nur Gästesachen angezeigt werden. Oder das halt rausmachen, dass Gästesachen nicht mehr mit angezeigt werden. Und man kann dann auch, wenn einen die Dinger stören, diese roten Nachrichten, hier einfach alle rausmachen mit einem Knopfdruck. Finde ich sehr, sehr praktisch, dass man das halt so individualisieren kann und dann kann das jeder so anpassen, wie er es möchte mit den Benachrichtigungen. Das ist übrigens nur ein User Interface Concept Art. Das heißt, das wird eventuell später nicht ganz genauso aussehen, wie es hier aussieht. Aber so in diese Richtung soll es dann gehen. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Das ist das neue Nahrungsproduktionssystem. Vorher war es ja so, dass man immer so ein Pflanzenfresserfieder platzieren konnte im Gehege. Und dann kommt man auch dort die Nahrung umstellen in dem Feeder. Da kommt man dann auch zum Beispiel zu Fleisch wechseln. Und jetzt ist es halt so, dass man einen leeren Futterspender platziert. Und dann kann man im Endeffekt danach auswählen, mit was das Ganze aufgefüllt werden soll. Finde ich eine bisschen schönere Lösung, muss ich sagen. Also da gibt es Pflanzen, Früchte. Das war Kibbel nochmal. Weiß ich ehrlich gesagt. Ach, das war so Trockennahrung oder so, ne? Jetzt so von Ark her, von Erinnerung, war es glaube ich so Trockennahrung. Fleisch. Fisch und Insekten sind, glaube ich, neu hinzugekommen. Die gab es, glaube ich, vorher nicht. Also das heißt, das Ganze ist auch noch mal ein bisschen abwechslungsreicher geworden. Und man kann jetzt auch mehr Sachen noch einstellen. Also ich glaube, diese Shipping Time, das ist, glaube ich, die Zeit, wie oft das aufgefüllt wird. Also das kann man auch einstellen. Und dann gibt es auch noch verschiedene Platten hier. Die kann man auch sehen. Einmal, das sind die Standardplatten, die wir vorher hatten. Das waren, glaube ich, die Steindinger. Ah, nee, das war Metall. Dann ist Holz noch dazu gekommen. Und das hier ist Stein. Das heißt, dann, man kann dann auch an das Gehege von der Optik diese Platten anpassen. Finde ich auch sehr cool. Hier sieht man dann auch schon verschiedene Nahrungsmittel. Ich glaube, das hier sind die neuen Insekten. Und die neuen Fische. Die hatten wir, glaube ich, vorher auch noch nicht. Aber die Dinger hatten wir. Das sind die Früchte. Hier könnt ihr das Ganze auch nochmal ein bisschen größer sehen. Wir gehen jetzt aber direkt weiter. Denn es kommen auch noch solche... Ja, nicht Futterspender, sondern Wasserspender ins Spiel. Einmal hier so in groß und einmal in klein. Ist natürlich auch praktisch, wenn man dann gerade für so kleine wie dem Cetacosaurus nicht gerade einen Wasserbereich ins Gehege platzieren möchte, vom Platz her. Dann kann man einfach so einen kleinen Trinkbrunnen machen. Finde ich auf jeden Fall auch eine schöne Sache, dass das ins Spiel kommt. Und als nächstes haben wir einen Screenshot von 2 neuen Animal Nurseries, nämlich etwas kleinere. In den Dingern kann man ja die Dinosaurier dann erschaffen und ausbrüten. Und da gab es halt, glaube ich, vorhin nur so einen riesigen Kasten. Und jetzt gibt es ja auch noch 2 kleinere Varianten. Was natürlich auch immer eine nette Sache. Ist auch cool, dass man direkt hier einen Rex neben platziert hat, dann hat man auch einen Größenvergleich. Und jetzt wird's richtig interessant mit dem nächsten Punkt. Das ist nämlich eine Sache, die ich mir sehr stark für das Spiel gewünscht habe. Nämlich sind das unsichtbare Barrieren. Die haben echt noch gefehlt. Aber jetzt kann man auch mal ein Stück mit so einer unsichtbaren Barriere abstecken und dann einfach hier statt einem Zaun eine Klippe machen. Das habe ich echt schon sehr vermisst in meinen bisherigen Speedbuilds, die ich zum Spiel gemacht habe. Übrigens diese Ansicht hier, also dass man das so sieht, das sieht man nur, wenn man im Baumodus ist. Wenn man da ganz normal im Park ist, ist das Ganze hier gar nicht zu sehen. Hier kann man das dann auch nochmal ganz gut sehen, wenn das Gehege markiert ist. Dann sieht man halt diese Ansicht einmal drumherum. Die Dinosaurier könnte allerdings natürlich dann durchlaufen. Da muss man dann wirklich selber was vorbauen. Seien es jetzt Klippen oder ein selbstgebauter Zaun.
aber ist auf jeden Fall für mich das Highlight von diesem Death Diary. Und außerdem kommen auch noch ganz, ganz viele neue Objekte in das Spiel mit dem nächsten Update. Da wurden nämlich auch von der Community ganz viele Sachen vorgeschlagen, so Concept Arts. Und ja, die Entwickler arbeiten halt hart daran, viele Sachen dann ins Spiel zu bringen. Und hier kriegen wir schon mal so einen kleinen Sneak Peek. Hier zum Beispiel jetzt auch solche... Ja, was ist das denn? Ist das solche Büsche, solche Heckenbüsche, ne? In verschiedenen Formen geben. Hier zum Beispiel als Zentaurosaurus. Das sieht echt nice aus, gefällt mir. Und das wird es dann auch in verschiedenen Formen zum Beispiel geben. Aber es wird uns auch noch viel, viel mehr erwarten, was solche Objekte angeht. Aber da soll dann auch nochmal ein extra Blogpost kommen, wenn es dann soweit ist, wo die dann alle vorgestellt werden, die Objekte. Werde ich euch definitiv auf dem Laufenden halten. Also wir werden uns die dann gemeinsam anschauen, wenn es soweit ist. Finde ich aber trotzdem schon mal sehr schön. Sieht echt nice aus optisch. Und dann gehen wir nochmal zum Status von der Entwicklung. Als das Spiel im Early Access Launch rausgekommen ist, gab es über 2500 Spieler, die es gleichzeitig gespielt haben und insgesamt über 40.000 einzigartige Spieler für den ersten Monat. Das ist doch schon mal eine sehr erfolgreiche Zahl, aber haben sich die Entwickler auch definitiv verdient. In dem Spiel steckt wirklich viel Liebe und ich glaube, das Spiel wird mal richtig, richtig gut werden. Und man merkt auch immer nach jedem Patch und Update, ja, was sich so getan hat. Also die sind da wirklich sehr, sehr fleißig, die Entwickler. Und deswegen haben sie es auch nur verdient. Auch gerade was diese Optimisierung angeht. Ich merke halt nach jedem Update, dass das Spiel besser läuft und die Performance besser wird. Und die arbeiten da auch wirklich sehr, sehr stark dran. Hier steht zum Beispiel auch noch drin, dass das Wetterpaket zum Beispiel komplett entfernt wurde, das alte und neues eingefügt wurde, was dann auch besser aussah und die Performance wirklich stark verbessert hat. Also ich bin echt gespannt, was wieder so in den nächsten Updates kommen wird. Ich hoffe natürlich, dass das noch viel, viel besser wird von der Performance her, weil die FPS und das Ruckeln an der einen oder anderen Stelle ist schon noch ein bisschen nervig, aber ich finde es halt trotzdem verzeihbar. Es ist halt immer noch im Early Access und man merkt halt auch immer diesen Fortschritt und deswegen bin ich da immer noch ganz positiv eingestellt in dieser Hinsicht. Und hier haben wir auch noch einen wunderschönen Screenshot von einem Sauropoden im Sonnenstrahl. Ja, das Spiel sieht schon wunderschön aus. Der nächste Punkt ist dann auch noch, dass an den Tieren gearbeitet wird, gerade was die AI angeht. Also dass die ein bisschen smarter werden, die Tiere, dass die ein bisschen klüger durch das Gehege und sowas laufen. Aber dort wird dann auch in den nächsten Updates ein bisschen mehr geredet. Aber im Hintergrund läuft die Entwicklung, was das angeht, auch weiter, nur dass ihr schon mal wisst. Oder machen die sogar ab und zu mal Livestreams. Und es kommt auch noch eine neue Spezies bald in das Spiel. Ich glaube noch gar nicht mit dem nächsten Update. Hier steht Upcoming Developments, das heißt, es wird erst bald entwickelt. Der Dilophosaurus. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Natürlich komplett anders als der aus dem Jurassic Park Universum. Der hat ja so einen riesen Fächer. Ich glaube, der geht dann eher so in diese Richtung, dass der paläontologisch akkurat ist. Aber da weiß ich das auch nicht ganz genau. Sie erinnert mich so ein bisschen an den von The Isle. Wobei der Kopf hier voll groß aussieht. Okay, hier sieht der Kopf nicht mehr ganz so groß aus. Ist trotzdem noch riesig. Aber ich glaube, das ist hier so ein bisschen die Perspektive. Boah, der sieht aber schon bedrohlich aus. Und ich finde auch das Level of Detail wieder richtig krass. Man sieht jede einzelne Schuppe. Und auch das Licht, was so auf die Schuppen strahlt, sieht richtig nice aus. Ich glaube, der ist schon voll weit in der Entwicklung. Vielleicht kommt er doch mit dem nächsten Patch. Ach ja, hier steht's ja auch. Habe ich ganz überlesen. Ja, wird für den nächsten Patch für das Quartal Juli released. Also ist gar nicht mehr lange hin. Ja, krass, cool. Dann kriegen wir den Dilo bald schon. Finde ich mega gut. Und dann gibt's auch noch eine Roadmap auf Trello. Da kann man dann auch immer sehen, was so als nächstes ansteht in der Entwicklung. Würde ich sagen, das Ganze verlinke ich für euch in der Videobeschreibung. Nehmen wir auch noch ein paar Community Spotlights. Oh, sehr schön gebaut. Das sieht sehr gut aus. Das Gehege ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein, muss man sagen. Aber das finde ich auch noch immer schwierig, das einzuschätzen. Gerade für so große Dinosaurier dann Gehege zu bauen, da muss man schon wirklich mega riesig meistens bauen. Ich bin übrigens, kleiner Spoiler, momentan an einem Sauropodengehege bei und das ist wirklich sehr viel Arbeit, weil die halt so viel Platz brauchen.
Caesar Creates, oh, den kenne ich sogar. Da könnt ihr mal vorbeischauen auf YouTube. Der baut wirklich richtig schöne Sachen. Da habe ich schon echt viele schöne Sachen gesehen. Auch das hier sieht mega gut aus. Black Heron kenne ich nicht, aber schauen wir auch mal rein. Oh, auch sehr schön. So Gebäude bauen finde ich ja eh immer schwierig, aber das sieht wirklich toll aus, dass man hier so im Kreis hochgeht. Und dann kann man da oben so sitzen auf dem Dach von dem Gebäude. Airsoft kenne ich leider auch nicht. Oder Airsoft. Aber auch interessant, ist das ein Schwimmbad, oder? Also ich glaube, hier kann man schwimmen. Hier sind dann so die Gäste liegen. Was die Leute nicht alles bauen. Aber daran sieht man einfach, wie viele Möglichkeiten man in dem Spiel hat. Und das liebe ich auch an dem Game so. Sieht auch cool aus. Poison Blade kenne ich auch nicht, aber eine ganze Burg gebaut. Oha. Auch richtig cool. Mega. Gefällt mir. Ja, sogar noch ein Auto von Moral. Auch hübsch. Und nochmal ein schönes Artwork hier. Also nichts aus dem Game. Auch sehr süß gemacht vom Zeichenstil. Ja, und das war's mit dem Death Diary für den Monat Mai. War ja mal wieder sehr viel Interessantes drin, muss man sagen. Ich freue mich natürlich besonders. Also für mich war das Highlight definitiv das hier. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so die krasseste Änderung ist, optisch natürlich. Aber Spiele, also rein spielerisch, ist es einfach insane. Also das eröffnet viele, viele neue Möglichkeiten. Freue ich mich tierisch drüber, dass wir das bekommen. Aber ich würde sagen, das sollte es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch gut informieren und werde euch auf jeden Fall mit den nächsten Updates und Patches und News auf dem Laufenden halten. Also abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like für das Video da und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.